Feedback kann man auch einfach mal annehmen. Diesen Satz verwendet mein Freund und Kollege Christopher ganz gerne. Doch was meint er damit? Dieser und weiteren Fragen gehen wir in diesem Coaching auf den Grund. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen bei einem sehr wichtigen Thema unserer Zeit. Ein Thema, das ich damals während meiner Coach-Ausbildung sehr früh gelernt habe, Feedback geben und nehmen. Und dieses Coaching ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal Feedback geben, einmal Feedback nehmen, damit es nicht zu lang wird. Ich hatte dir ja kurze Coaching-Einheiten versprochen. Das Versprechen halte ich natürlich. Und Feedback bekommen wir ja oder geben wir ja täglich. Ja, wir sagen zum Beispiel, was wir gut oder nicht gut finden, wenn wir im Internet was gekauft haben, wenn wir im Restaurant waren oder wenn wir ein Hotel besucht haben oder wenn wir einen Online-Kurs wie diesen hier bewerten sollen. Ich hoffe, die Bewertung fällt gut aus. Und auch ist Feedback in der zwischenmenschlichen Kommunikation enorm wichtig. Gut also, wenn du weißt, wie man Feedback gibt und auch wie man mit Feedback umgeht. Vor allem dann, wenn es Feedback ist, das nicht positiv ausfällt. Manche Menschen trauen sich nämlich nicht, anderen Menschen negatives Feedback zu geben und wiederum andere können nicht mit negativem Feedback umgehen. Denn ein Feedback hat ja immer Auswirkungen. Einmal für den, der es empfängt oder auch für den, der es gibt. Entweder positiv oder negativ. Es liegt also eine sehr, sehr große Verantwortung in oder auf diesem Thema. Lass uns doch mal mit der Frage starten, was ist wichtig, wenn du Feedback gibst? Anhand meiner Top 10, da brauche ich beide Hände für, der Feedback-Regeln kannst du alles, genauso wie ich es da auch gemacht habe, so übernehmen. Erstens, der Zeitpunkt. Dein Feedback sollte möglichst nah an deinem Erlebnis gegeben werden, sonst verfälscht es das Ergebnis und die Wirkung. Wenn du erregt bist, weil du dich etwas wütend fühlst oder weil dich was wütend gemacht hat, dann kühl aber erst kurz ab. Dann mach das Feedback nicht direkt. Und schau dir erstmal die anderen 9 Punkte an, damit du vielleicht nicht überreagierst. Zweitens, es sollte sachlich richtig sein. Erfinde nichts, halte dich an die Tatsachen, beschreibe auch, anstatt zu bewerten. So können sich andere selber ein Bild davon machen. Es ist also besser, alles zu beschreiben, anstatt es selbst zu bewerten, weil das ist deine Bewertung dann. Klar und konkret ist das Dritte. Sei bei Feedback so genau wie möglich und schildere, was genau du meinst. Jemand zu sagen, dass er oder sie unfreundlich ist, ja, das reicht nicht. Beschreibe auch genau, was er aus deiner Sicht oder was sie aus deiner Sicht konkret besser machen kann. Viertens, ohne Verurteilung. Verurteile Verhalten niemals, sonst erzeugst du Rechtfertigung bei deinem Gegenüber. Und die Gefahr, dass er oder sie das Feedback dann nicht ernst nimmt oder ablehnt, das steigt sonst. Dann war das Feedback, ja, hättest du dir schenken können. Als nächsten Punkt haben wir erwünscht. Gib dein Feedback überwiegend den Menschen oder Institutionen, die das auch wünschen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, denn manche Firmen möchten kein Feedback erhalten. Wenn es sich aber um Personen handelt, dann frag vorher kurz nach, ob du Feedback geben darfst, ob das erwünscht ist. Dann ist es wirkungsvoller. Möchte jemand kein Feedback haben, dann würdest du ihm oder ihr nur die Meinung sagen, also deine Meinung, was du davon denkst. Das führt sowohl bei dir als auch bei der anderen Person zu negativen Gefühlen. Prüf also, ob sich Feedback geben lohnt oder nicht, ob du damit deine oder die gute Laune des anderen aufs Spiel setzen möchtest, das musst du selbst entscheiden. Ganz wichtig ist auch der nächste Punkt, direkte Ansprache. Sprich Personen immer direkt an. Ja, sprich nicht über, sondern mit der betreffenden Person. Vor allem dann, wenn du Feedback innerhalb einer Gruppe, also vor einer Gruppe gibst, wo andere Menschen noch mit dabei sind, dann sprich die Person direkt an. Der nächste Punkt, Empfinden. Fang persönliches Feedback immer mit mir ist aufgefallen, dass du Punkt, Punkt, Punkt an. Du schilderst damit deine Wahrnehmung und beurteilst es nicht. Sätze wie, du hast das und das gemacht, das bringt dein Gegenüber wieder in die Rechtfertigung und dein Feedback verpufft dann, weil sich der oder diejenige dann angegriffen fühlt. Als nächstes, beschreibe, was das Verhalten bei dir ausgelöst hat. Das wirkt auf mich folgendermaßen, das kam bei mir so und so an. Und auch ganz wichtig, Veränderung. Wenn du als Führungskraft zum Beispiel tätig bist und Feedback gibst, dann formuliere auch, was deine Erwartungen sind. Was soll der oder diejenige konkret bis wann positiv möglichst verändern? Und als letzten Punkt,
Verbindlichkeit. Als Führungskraft solltest du unbedingt bei einem Bad News Gespräch, also der Übermittlung von negativem Feedback, auch ein Protokoll anfertigen, dass beide mit einer konkreten Vereinbarung, bis wann das Verhalten verändert werden soll, unterzeichnen. Mehr dazu in meinem kürzer erscheinenden Kurs über Coaching. Ab und an kommst du vielleicht auch in die Situation, wo du dich fragst, ob Feedback sinnvoll ist. Vor allem dann, wenn derjenige nicht um Feedback gegeben hat, das haben wir gerade schon besprochen. Prüfe daher auch immer, ob du dich mit deinem Feedback nur um deine eigene gute Laune bringst und ob es sinnvoll ist, Feedback zu geben. Denn nicht immer ist es sinnvoll. Wenn du mit einem Idioten diskutierst, dann seid ihr zu zweit. Wenn du Kurse und Videos oder andere Dinge im Internet bewertest, dann achte bitte auch auf Fair Play. Selbst erlebe ich das oft, dass Menschen ihre Meinung kundtun, ohne den Anbieter wirklich gut zu kennen. Beurteile also niemals zu schnell jemanden, sondern mach dir auch ein passendes Bild und sei dann ehrlich und fair. Nur dann bringt ein Feedback auch was. Ja? Also andere im Internet zu denunzieren, das ist nicht nur total dumm, sondern auch üble Nachrede und nicht zuletzt auch strafbar, und das ist auch gut so. Jetzt drehen wir den Spieß einmal um und im nächsten Abschnitt zeige ich dir, was du beachten solltest, wenn du Feedback bekommst. Denn einer meiner Lieblingssätze ist, wenn du Lob magst, dann solltest du Kritik lieben. Warum das so ist, das besprechen wir gleich. Bis dahin alles Gute.